herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wer weiß denn sowas. Wir hoffen sehr, Sie sind gut in die neue Woche gestartet. Wir freuen uns natürlich auf diese Woche und viele lustige, unterhaltsame Sendungen und starten heute gleich mit zwei wunderbaren Schauspielerinnen, die beide das erste Mal bei uns zu Gast sind. Ja. Herzlich willkommen, Marie Hörbiger. Schön, dass du da bist. In München geboren, in Wien zu Hause. Ja, viel rumgekommen. Ja, auch in der Schweiz Teile. Auch in der Schweiz Teile deines Lebens verbracht. Ja. Genau, natürlich. Ja, und dementsprechend noch einige Länder mehr wahrscheinlich auch noch gesehen. Ja, also gesehen, aber gelebt habe ich nur in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Ja, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Ja. Und die Schauspielerei hast du sehr früh zu deinem Beruf gemacht, auch ein bisschen vielleicht familiär bedingt. Gab es irgendwann mal die Tendenz, noch was anderes zu machen? Oder war das von vornherein klar, es wird die Schauspielerei? Ich glaube immer wieder, aber gerade wie Bernhard mich fragte, ob ich was gelernt habe, was mich leicht konsterniert hat. Nein, aber er meinte bloß, falls Handwerk kommt oder so, habe ich öfters festgestellt, dass ich nicht so viel kann. Und das liegt mir und deshalb bleibe ich, glaube ich, dabei. Okay, also auch kein handwerkliches Talent, was irgendwie in der Freizeit zum Tragen kommt. Nein. Orgel hast du gerade erzählt. Bisschen hier. Ja, ich suche nach Kategorien jetzt schon, die wir gleich nehmen. Ich glaube, viele Menschen, und da schließe ich uns alle ein, sind froh, dass du dich der Schauspielerei dann am Ende gewandt hast. Klar. Also wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Ne? Marie im Team mit Bernhard. Und Tina Kör, meine Damen und Herren. Ebenfalls Schauspielerin. Du hast dir Sorgen gemacht, die Menschen würden dich nicht kennen? Ja. Das klingt so, als ob du sonst irgendwie nur in totaler Verkleidung zu sehen bist. Nein, bist du natürlich nicht. Und du bist ja schon in viel Theater gespielt, vor allen Dingen auch. Und viele Filme, Tatort, aber auch viele Serien, Reihen waren dabei. Was ist dir am liebsten? Also was macht für dich die Schauspielerei aus? Also am schönsten ist es ja eigentlich, wenn man jemanden spielen darf, der man nicht selber ist. Mhm. Und das passiert gar nicht mal so oft, weil man meistens ja recht nah an dem, was man schon mitbringt, besetzt wird. Und wenn das mal nicht passiert, das ist schon richtig toll. Was war so am weitesten von dir weg, was du bisher gespielt hast? Welche Rolle war das? Im Theater habe ich ganz viel lustiges Zeug gespielt. Und das heißt, du bist jetzt in Natur, du bist sonst nicht so lustig? Ja, ich bin überhaupt nicht lustig. Jetzt aber für den Moment erstmal mit Elton im Team. Viel Spaß, Tina. So, wir schauen auf die Zuschauerverteilung. Wie sieht es heute aus hier? Wir haben ja 48 Zuschauer hier im Publikum. Die anderen kommen übers virtuelle Publikum dazu. Für Team Bernhard haben sich entschieden 44 Zuschauerinnen und Zuschauer. Für Team Elton sind es, bei Team Elton sind es 52. Es kommt ja eher seltener vor, dass hinter Team Elton mehr Zuschauer und Zuschauer sind. Schauen wir auf die heutigen 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Sport, Einspruch, das Fragezeichen, Trick 17, Erfindung, Raubkatzen, Zahlen bitte, Unser Körper, Pilze, Clever, Kino und Verbraucher. Das Team, das mehr Zuschauerinnen und Zuschauer hinter sich hat, darf beginnen, die erste Kategorie auswählen. Und jede richtige Antwort, also auch heute wieder 500 Euro, ein Publikumsjoker verbreitet. Die kann man wissen. Ja. Sportkino, habe ich ja schon gesagt, klingt im Prinzip vielleicht einfach, aber hier sind die Fragen nicht wirklich einfach. Deswegen, wenn du, nimm einfach wirklich das, wonach du Bock drauf hast. Ja, ich bin ja Schauspielerin, also Körper kenne ich mich aus. Körper? Dann nehmen wir unser Körper. Steigen wir damit ein. Die erste Frage. Laut einer Studie der University of Leuven aus dem Jahr 2012 dienen Seufzer als A. hilfreiche Kreativitätstechnik, B. Art geistiger Neustart oder C. sichere Gedächtnisstütze. Also Seufzen ist so eigentlich eher so ein von wegen eigentlich was Negatives, ne? Ein Seufzer. Ich finde ehrlich gesagt Seufzen eher so ein Gefühl von Erleichterung, so ein Also ich glaube, geistiger Neustart trifft es doch eigentlich, weil man was loslässt, um was Neues anzufangen, oder? Also ich würde auch eher
B nehmen als A zum Beispiel, weil ich das, warum soll das eine kreative Technik sein? Ich bin noch ein bisschen am Überlegen bei C, nach dem Motto, ob man sich dann vielleicht was merken kann. Dieses typische, so hier, was weiß ich, 1 plus 1 ist 2, und dann merkst du dir das vielleicht besser. Ja, also ganz schlüssig klingt das nicht. aber auf eine Art. Du weißt, mit ihm umzugehen. Ja, also ich habe dich nicht überzeugt. Gut, ich war ja auch ein bisschen bei B. Dann komm, wollen wir B riskieren? Ich finde das auch gut. Geistige Nahrungsstelle nach dem Motto. Ah, und dann, ach komm, jetzt geht's noch mal los. Finde ich nicht verkehrt. Wollen wir B nehmen? Ja, gerne. Wir nehmen gerne B. Wir haben B festgehalten. Schauen wir, ob es zum ersten geistigen Neustart kommt in der Sendung. In psychologischen Studien der University of Oslo wurde festgestellt, dass Seufzen häufig mit Situationen der Frustration assoziiert wird. Zum Beispiel, wenn sich ein Gedankengang als Sackgasse entpuppt hat. 2012 wurde die Funktion des Seufzens in einer Studie der belgischen University of Leuven näher untersucht. Der unwillkürliche, besonders tiefe Atemzug dehnt die Lunge und sorgt dafür, dass sich zusammengefallene Lungenbläschen wieder füllen. Dieser meist unbewusste körperliche Vorgang kann, laut psychologischer Untersuchung, auch geistig ein Gefühl der Erleichterung hervorrufen. Die Forschenden vergleichen daher das Seufzen mit einem körperlichen und geistigen Neustart, einer Art Reset für das innere Gleichgewicht. Sehr gut. Perfekter Einstieg. Die ersten 500 Euro für euch. Mit welcher Kategorie können wir euch denn beglücken? Ach stimmt, da. Ich finde, man weiß ja sowieso eigentlich nichts davon. Deshalb würde ich mich für Pilze entscheiden. Pilze. Ja, wir nehmen Pilze. Austernpilze sind in der Lage, A, Fadenwürmer zu lähmen und zu verspeisen, B, die Temperatur im nahen Umfeld um bis zu 2 Grad Celsius steigen zu lassen, oder C, je nach Tageszeit Farbstoffe zu produzieren, um sich zu tarnen. Ganz ehrlich, hast du jemals von Austernpilzen gehört? Ja. Ah, sehr gut, dann ist das deine Frage. Die sind groß und so beige. Die sehen sehr hübsch aus. Und sehr lecker. Und die sind auch sehr lecker, aber ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Bei A wären es quasi fleischfressende Pilze. Es kann sein, aber nein. Die Temperatur finde ich irgendwie das Schlüssigste, aber... Alles an der Tageszeit, Farbstoffe zu produzieren, um sich zu tarnen. Es kann ja sein, dass der dunkler und heller wird. Also der wird nicht rot oder lila oder so, das glaube ich nicht. Ah, sondern also, dass der eher, nachts wird der dunkler und tagsüber sehr vielleicht, heller. Ja, das könnte es auch sein, aber ich... Ich meine, Tageszeit ist natürlich, das wäre natürlich, dass er nachts dunkel ist und dann... Das wär, Pilze ist sicherlich auch ein sehr dankbares Thema fürs Publikum, also falls ihr den Joker dazu einsetzt. Den schon. Naja, wir sollten ihn nehmen, wenn wir keine Ahnung haben. Wenn du jetzt nicht für irgendwas... Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Aber ich bin immer noch mal, ich hänge so an der Temperatur. Wir können doch die Temperatur nehmen. Ich bin, was diese Frage angeht, wirklich sehr ich offen auch. Und frei. Ich habe keine Ahnung. Komm, wir nehmen C. Wir nehmen C. Nimm C. Ja. Aber du hängst bei B, an B. Nein. Spannendes nein. Thema. Nee. Die als Speisepilz beliebten Austernseitlinge gehören zu den omnivoren Pilzen. Neben pflanzlichem Material sind sie in der Lage, auch Bakterien und winzige Fadenwürmer zu verwerten. Dazu bilden die Pilze sogenannte Toxozysten aus. Die eiförmigen Zellstrukturen sind mit einem Gift gefüllt, welches am Pilzmyzel vorbeiziehende Fadenwürmer bei Kontakt lähmt und vergiftet. Die Würmer können dann vom Pilz aufgenommen werden. Hätte das wer gewusst? Hätte das jemand gewusst? Sehr gut, sehr gut. Ja? Aber ich sag mal so, das Wissen darum macht ihn als Lebensmittel nicht zwingend attraktiv. Nee, genau. Außer man möchte. Bleibt erstmal bei 0 Euro. Aber lass uns mal, wir nehmen Einspruch. Einspruch, euer Ernst? Ja. Hast du nicht gerade eine Anwältin gespielt? Einem Arbeitnehmer muss während der Arbeitszeit angemessene Zeit zum Suchen einer neuen Stelle gewährt werden, wenn A. der Arbeitnehmer mit seiner Jobsituation unzufrieden ist, B. dem Arbeitnehmer gekündigt wurde oder C. es absehbar ist, dass der Arbeitgeber zahlungsunfähig wird. Okay, erstmal die Frage verstehen. Ja, oh Gott sei Dank. Ich bin Arbeitnehmer und ich
verlange von meinem Arbeitgeber eine gewisse Zeit, um mir eine neue Stelle zu suchen. Mhm. Während der Arbeitszeit? Während der Arbeitszeit. Und der müsste das genehmigen, wenn ich mit meinem Job unzufrieden bin? Das glaube ich nicht. Nee. Also gekündigt wurde, glaube ich auch. Ich meine, es gibt ja einfach die Kündigungsfrist. Es gibt eh die Kündigungsfrist, richtig. Dann hat man, was weiß ich, 3 Monate Zeit, um sich einen neuen Job zu suchen. Das ist, richtig. Wenn das damit gemeint ist. Nee, es geht ja um die während der Arbeitszeit. Dann hast du halt... Ach so, dass man während der Arbeitszeit praktisch noch so Zeit hat, um ein Bewerbungsgespräch zu machen oder so. Aber was ist denn, es ist absehbar, also der ist kurz vor der Pleite. Ja, wenn der Konzern pleite geht. Und dann darf ich, das kann natürlich sein. Also ich finde das am schlüssigsten. Wollen wir es dann nehmen? Auf eine Hat doch eben auch eigentlich recht gut funktioniert, oder? Ja, komm. Wir nehmen C. Ja. Seid in so einem Flow. Ein Arbeitnehmer ist durch den Arbeitgeber für Bewerbungsgespräche mit potenziellen neuen Arbeitgebern von der Arbeit unter Umständen freizustellen. Laut Arbeitsrechtsexperten muss die Zeit dafür vom Arbeitnehmer ausdrücklich verlangt werden. Denn nach § 629 BGB muss der Arbeitgeber nach Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses auf Verlangen Zeit zur Stellungssuche gewähren. Diese muss allerdings für den jeweiligen Fall angemessen sein. Dazu können auch Termine bei Jobvermittlern oder Ähnliches gehören. Schade! Das ist Antwort B. Wir haben überhaupt keinen Flow. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt habt ihr erstmal keinen Flow, ist kurz unterbrochen. Es bleibt aber bei 500 Euro. Da müssen Mavi und Bernhard jetzt hinkommen. Hätte ich nicht gedacht. Was denn so dein... Also ich wäre für Sport. Nach Sport kannst ich? Gar nicht, nein. Entschuldigung. Ich wäre für Verbraucher oder so ein Lifehack-Trick, 17 oder clever? Dann... Nehmen wir die drei. Fangen wir mit Reihenfolge? Verbraucher an. Hä? Okay. Mono und Diglyceride von Speisefettsäuren. Falscher Anfall. Das. Schon scheiße. A. Käsescheiben nicht aneinander haften. B. Kakaopulver seine Farbe behält. Oder C. Backwaren nicht so schnell austrocknen. Speisefettsäuren. Ja. Sorgen dafür, dass Käsescheiben nicht aneinander haften. Also abgesehen davon, dass Käsescheiben aneinander haften. Geht es vielleicht, wenn, dann nur um Käsescheiben, die eben nicht aneinander haften. Es könnte natürlich sein, dass an den Schnittstellen von Käsescheiben, dass eben diese Speisefettsäuren in der Mono- und Diglyceriden-Form heraus sich bilden in Verbindung mit Sauerstoff. Und deswegen lassen die sich leichter lösen. Du hast mich auch ganz am Anfang von dem Satz schon verloren. Okay, machen wir mal B. Ich mache einen neuen Satz. Bei Kakaopulver seine Farbe behält. Da habe ich keine Theorie. Das ist halt dann schön, dass es schön dunkel bleibt. Ja, warum sollte das... Backwaren nicht so schnell austrocknen. Vielleicht sind Glyceride. Was ist denn nochmal Glyceride? Ah, verdammt, dass man das... Das ist, glaube ich, schon 700 Mal hier aufgetaucht. Meistens in Verbindung mit Weihnachtsbaum frisch halten. Oder Nitroglycerin. Ja, genau. Sollen wir das Publikum fragen? Vielleicht haben wir Glück und es sitzt hier... weiß keiner. Also ja? Was würdest du denn raten? Ich finde es einfach, weil du es so schön erklärt hast, nicht mehr A. Oder? Einfach, weil ich es schön erklärt habe. Ganz ehrlich, wenn dir das reicht, dann würde es mir auch reichen. Und wir nehmen das Publikum einer leichteren Frage. Ja, bei der nächsten. Wir können uns dankbar sein. Wir nehmen das schön erklärte A und hoffen, dass wir das im Video ähnlich sehen. Okay. Ja, mit den Käsescheiben. Mono- und Diglyceride kommen in der Lebensmittelindustrie als Zusatzstoff E471 zum Einsatz und werden aus pflanzlichen oder tierischen Fettsäuren gewonnen. In verarbeiteten Lebensmitteln wirken sie als Emulgator, der fett- und wasserhaltige Zutaten miteinander verbindet. Backwaren wie zum Beispiel Fertigkuchen erhalten durch die Stoffe eine feinere Krumenstruktur. Außerdem sorgen sie dafür, dass die enthaltene Stärke Wasser besser binden kann und die Produkte nicht so schnell austrocknen. Oh, dieses gespielte Mitleid. Aber Bernhard, wenn du mal einen neuen Job suchst, du solltest in den Verkauf gehen. Du hast eine hohe Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit, genau. Es jetzt bleibt erstmal bei 0 Euro. Okay. Nimm mal Trick 17. Okay. Wie lassen sich die Stiele von Blattspinat auch ohne Messer leicht entfernen? A. Blätter längs falten und Stiel Richtung Blattspitze ziehen.
B, Blätter von der Spitze einrollen, bis sich der Stiel von selbst ablöst. Oder C, Blätter an den Stielen bündeln, zusammenbinden und schleudern. Also, fangen wir mal mit A an. Blätter längs falten. Also was heißt das? Längs falten und Stiel Richtung Blattspitze ziehen. Das heißt, längs falten ist so und dann den Stiel in Richtung Blattspitze ziehen. Nee, längs falten ist so, ne? Ja. So, das ist die Spitze und dann finde ich jetzt komisch. Ich finde ehrlich gesagt am praktikabelsten, weil man macht ja nicht nur drei Blätter, sondern macht ein ganzes Bündel. Man macht doch immer relativ viel Spinat, weil Spinat ja dann nochmal so zusammenfällt. Also wenn ich da jedes einzelne Blatt einrolle, wer hat sich denn diese Technik ausgedacht? Dann ist es doch eigentlich am pragmatischsten. Das heißt, du hast viele Blätter, bindest die an den Stielen zusammen und dann schleuderst du sie, dann fallen die Stiele ab. Hast du noch die... Jetzt, wenn du das zuvor gemacht hast, dann hat man nur noch die Stiele in der Hand und alle Blätter liegen in der Küche rum. Auch irgendwie doof. Theoretisch wäre ich bei B. Wenn du die einrollst, entsteht ein Druck. Wenn du die von hinten nach vorne einrollst, entsteht ja irgendwie ein Druck. Und dass sich dann vielleicht der Stiel tatsächlich von selber löst. Oh, das klingt richtig gut. B klingt sehr logisch, ja. Ah. Wir nehmen B. Ja, B. Das ist ja nur für den Fall, dass man kein Messer zur Hand hat. Obwohl die Stiele von Blattspinat essbar sind und viele Ballaststoffe enthalten, werden sie oft als zu fest empfunden. Sie lassen sich auch ohne Messer leicht und schnell entfernen, indem die Spinatblätter jeweils mit der Rückseite längs in der Mitte gefaltet werden. Anschließend kann der Stiel Richtung Blattspitze entlang der Blattrippe abgezogen werden. So lässt sich anschließend besonders zarter Spinat als Salat oder Gemüse zubereiten. Leute, was man hier alles lernt, ne? Ja. Wenn man es sieht, macht es Sinn. Ja, ne? Ja, die sind ja so dick, die Dinger. Ja, ja. Aber das ist so oft so, ne, wenn man die Filme sieht. Es bleibt bei 500. Dass man den Stiel bis ins Blatt hinein weghaben will, das ist ja wirklich... Bisschen, das ist ja schon operativ. Ihr solltet nach vorne schauen. Clever. Im wahrsten Sinne des Wortes. Clever. Ah. Wir waren nur noch gefesselt von dieser Spinatgeschichte. Was lässt sich aus Natron, Zitronensäurepulver, Speisestärke, Kokosöl und ätherischem Öl herstellen? A. Duftkerze. B. Feuchtigkeitsspendende Handcreme. Oder C. Sprudelnder Badezusatz. Vom Gefühl würde ich jetzt erstmal die feuchtigkeitsspendende Handcreme. Aber was ist denn... Weil da ist mir zu viel Natron, zu viel Zitronensäurepulver drin. Aber das Kokosöl ist natürlich sehr schön. Das kommt auch auf die Mengen an. Ja, eben. Also bei der Duftkerze fehlt mir in irgendeiner Form etwas, was fest ist. Was Wachsartiges ist. Wachsartiges. Deshalb würde ich A erstmal ausschließen. Glaube ich auch. Aber vielleicht ist... Gibt es denn Kokosölkerzen? Hast du das schon mal gesehen? Keine Ahnung. Eine Kerze in der Kokos? Die sprudeln dabei. Lass uns das Publikum fragen. Doch, ich habe mal so eine Duftkerze geschenkt bekommen von meinem Neffen. Die war in so einer Kokosschale drin und die roch ganz doll nach Kokos. Und die habe ich zu Weihnachten bekommen von meinem Neffen Joshua. Pass auf, wir fragen das Publikum. Ja. Wenn es keiner weiß und wir sind dran, dann vertrauen wir auf dein Geschenk. Einfach, weil es eine schöne Geschichte ist. Es meldet sich schon jemand. Ja, es ist gut, ist ja gut. Und ich sag noch, nein. Genau. Ich wollte gerade noch einen Appell an euch richten. Bitte helft in diesem Moment der totalen Verunsicherung. So, Er hat sich schon gemeldet, glaube ich, da war die Frage noch nicht. Genau. Die ganze Zeit schon. Ne? So, darfst gerne kurz auch die Maske abnehmen. Hallo. Hi, wie heißt du? Maximilian. Okay, wo kommst du her? Aus Magdeburg. So, Maximilian, was machst du beruflich? Hast du irgendwas mit Chemie, mit... Nee, gar nicht. Nee, was machst du? Ich bin gelernter Immobilienkaufmann. Okay, ja. Gut. Aber du hast eine Idee zu der Frage? Ja. Ich glaube, es ist C, der sprudelnde Badezusatz. Ja, das nicken die alle, aber die Hände nicht hochheben. Die beiden haben alleine. Warum? Ich bade gerne. Ja.
Das ist ein profundes Argument, Maximilian. Alles klar. Also C ist festgehalten und jetzt müssen wir aber noch überprüfen, ob das auch stimmt. Zunächst werden die trockenen Zutaten Natron, Zitronensäurepulver und Speisestärke in einer Schüssel vermischt. Danach werden geschmolzenes Kokosöl und einige Tropfen ätherisches Öl für den angenehmen Duft untergemischt. Die Masse wird in Silikonformen gefüllt, fest angedrückt und an einen kühlen, trockenen Ort gestellt. Nach ca. 24 Stunden kann der sprudelnde Badezusatz vorsichtig aus der Form gelöst werden. Durch das enthaltene Natron und die Zitronensäure sprudeln sie im Badewasser. Sie sind hautpflegend und können entspannend wirken. Sehr gut, Maximilian. Problem erkannt, Gefahr gebannt. Die ersten 500 Euro. Dank dir, danke dir. Ich finde irgendwie interessant Erfindung. Ja, dann nehmen wir mal Erfindung. Dem deutschen Chemiker Wilhelm Hamann gelang es 1874 erstmals aus A. dem Saft von Nadelhölzern Vanillearoma zu gewinnen, B. gebrannten Muschelschalen Carbonfasern herzustellen oder C. Regenwasser, Wasserstoffperoxid zum Haarefärben zu destillieren. Okay, also den Saft von Nadelhölzern Vanillearoma zu gewinnen, das kann vielleicht sein, weil früher Vanille vielleicht, Vanilleschoten, die Vanillepflanze relativ teuer und selten war. Das ist sie nach wie vor. Hat man vielleicht ein Vanillearoma aus Nadelhölzern gewinnen können. Finde ich schon mal nicht verkehrt. Gebrannte Muschelschalen Carbonfasern herzustellen. Gebrannte, doch irgendwie kann ich mir vorstellen, dass da was dran ist. Ja, wobei ich finde, also wie viel Muscheln musst du brennen, um dann Carbonfasern herzustellen? Ich halte das für, also naturmäßig nicht gut. Ich meine, es kann sein, dass er es geschafft hat, aber dann musst du ja Muscheln sammeln, Muschelschalen sammeln und dann machst du, ich weiß nicht. Hm. So, Regenwasser, er hat aus Regenwasser Wasserstoffperoxid zum Haarefärben destilliert. Ja, ist das eine Frage, die man mit anderen Menschen teilt, eventuell? Ja, die ist natürlich sehr speziell, ne? Aber wir raten ja auch nur rum. Ich weiß nicht, warum ich bin bei A. Du bist bei A? Da bin ich nicht bei dir. Okay, du bist für? B. Du bist für B. Naja, also 1874. Ein deutscher Chemiker. Worüber hat der nachgedacht? Doch nicht über Vanillearomen. Der wollte doch irgendwas für den industriellen Aufschwung machen. Und da finde ich irgendwie die Carbonfaser... Na gut, wenn du da so für kämpfst, wir nehmen B. Na, du, ich dachte, wir fragen Aber ich frage mich, ob 1874 Carbon schon so ein großes Thema war. Ja, du bist... Aber jetzt hast du es entschieden, Pina. Ich dachte, wir fragen das Publikum. Wilhelm Hamann promovierte 1872 in Göttingen mit seiner Dissertation über einige Derivate der Glucoside Coniferin und Salicin. Bei Coniferin handelt es sich um einen Stoff, der im Saft von Nadelhölzern vorkommt. 1874 gelang es ihm, mittels chemischer Verfahren aus Coniferin Glucovanillin zu oxidieren und dies wiederum in Glucose und den von ihm benannten Aromastoff Vanillin aufzuspalten. Im gleichen Jahr gründete er im niedersächsischen Holzminden Haremanns Vanillinfabrik, welche als erste Fabrik gilt, in der ein synthetischer Geschmacksstoff hergestellt wurde. Oh, oh Gott, ist das furchtbar. Tut mir leid. Es bleibt bei 500 Euro. Ganz ehrlich, Sport und Kino sind nicht meine Prioritäten. Wenn du gut im Kino bist, mache ich das gerne mit. Nee, wenn ich mich da blamiere, ist vorbei mit dem Beruf. Wirklich. Sollen wir uns mit Raubkatzen blamieren? Dann machen wir. Wir machen Raubkatzen. Wir blamieren uns mit Raubkatzen. Geparden. A. Orientieren sich ähnlich wie Fledermäuse per Ultraschall. B. Kommunizieren mit Hilfe von Vogellauten. Oder C. Überlassen Warzenschweinen ihren Nachwuchs zur Kinderbetreuung. Hast du ich habe eine Katze.
Und die machen, das ist ganz verrückt, die lebt drin. Und wenn die draußen einen Vogel sieht, dann macht die so, die macht Vogellaute. Das machen die. Es ist wirklich, vielleicht macht es nur meine Katze, aber ich glaube, es machen alle Katzen. Mal eine kleine Frage, wie groß ist deine Katze und wie schnell kann die rennen? Die, also Katzen können das. Also orientieren sich wie mit Ultraschall, würde ich eher, es wäre eher Infraschall, weil es ein großes Tier ist, würde ich sagen. Kann gar nicht so, genau. Daher, also was ich absolut ausschließe, obwohl es fantastisch wäre, ist C. Ich finde das auch mit den Warzenschweinen, finde ich cool. Und, es ist einfach so, ich kann mir das sogar vorstellen. Ich kann mir so einen Gepard vorstellen, der so sitzt und macht so. Was soll das sein? Soll das jetzt ja, Ultraschall oder? Also Vogelschreie, Vogellaute. Ja, die machen so. Die klappern so. Das klingt total absurd. Das ist, also ganz ehrlich, ich werde doch jetzt nicht deiner Katze hier widersprechen. Ja, Bernhard, du musst es doch nur einloggen. B. Vielleicht lockt die Katze ja auch Vögel an. Ja, ja eben. Das, oh. Um sich zu verständigen, verfügen Geparden über ein breites Spektrum an Geräuschen. Wenn sie beispielsweise ihre Jungen rufen oder ihr Revier markieren, kommunizieren sie über Zwitscherlaute. Forschende konnten herausfinden, dass die verschiedenen Tonfrequenzen unterschiedliche Bedeutungen haben. Die Imitation des Vogelzwitscherns ist so authentisch, dass in einer Studie beobachtet wurde, wie Vögel auf die Gepardenrufe reagierten. Süß. Viele Grüße an deine Katze. Wie heißt die Katze? Totoro, mein Freund. Totoro. Ich liebe Katzen. Ich finde Katzen super. Katzen sind so süß. 1000 Euro. Katzen. Wir haben noch Sport, Fragezeichen, Zahlen bitte und Kino. Kino. Das ist schon mal weg. Um nach seinem Debüt als Drehbuchschreiber das Handwerk ordentlich zu erlernen, kaufte sich Bestsellerautor Mario Puzo ein Fachbuch. A. Nach dessen Anleitung er die Indiana-Jones-Reihe verfasste. B. Das in Kapitel 1 riet, sein eigenes Drehbuch zu Der Pate zu studieren. Oder C. Das seine Romane als Negativbeispiel für Adaptionen aufführte. Hast du nicht auch mal so eine jetzt in Form von Weiterbildung, aber ich weiß nicht, ob das in Richtung Drehbuch schreiben ja, kann. Drehbuchentwicklung ja, habe ne? ich gelernt. Ja. Sein, ne? Wird das da nicht behandelt? Ich habe tatsächlich gerade an die Bücher gedacht, die wir da auch angeschaut haben oder gelesen haben. Und was bei den Amerikanern so üblich ist, dass die so tatsächlich ihre Technik total an Mann bringen wollen. Und das würde so ein bisschen für dieses, für B, das in Kapitel 1 riet, sein eigenes Drehbuch Der Pate zu studieren. Ist auf jeden Fall lustig. So. Das, genau, das ist A, er hat danach die Indiana-Jones-Reihe verfasst. Finde ich komisch, wenn er ja schon mit Der Pate eine geile Filmreihe hatte. Also würde ich A erstmal ausschließen. C finde ich natürlich lustig, wenn er normale Romane auch geschrieben hat. Und in dem Buch steht, also so, nach dem Roman einen Film machen, das geht gar nicht. Ich kann mir, also wenn der tatsächlich das geschrieben hat, kann ich mir B sehr gut vorstellen, dass er das dann lustig fand. Vor allen Dingen, weil das so nach einer Anekdote klingt, die so weitererzählt wird. Wir nehmen B. Komm, wir riskieren was, wir hauen was raus hier. Okay. Ja, Mario Puzo ist ein italo-amerikanischer Schriftsteller. Ah ja. Der italo-amerikanische Teil 1 zu studieren, da es ein Musterbeispiel für ein gutes Drehbuch sei. Ihr seid wieder in der Spur. Ausgleich. Beide Teams haben. Das ist ein Name, den man kennen sollte. Ne? Ja. Jetzt wird es langsam Sport, blöd. Fragezeichen, Zahlen bitte. Sport oder was ist dir lieber? Was ist dir lieber? Ich würde lieber das Fragezeichen nehmen. Dann das Fragezeichen.
Ja? Dir ist das nicht lieb, ne? Wir nehmen das Fragezeichen. Das mit dem Satz Laren le veux. Bitte? Laren le veux. A. Werden noch heute Gesetze im britischen Oberhaus verabschiedet? B. Werden bei dem Kartenspiel Skat Extrapunkte gesammelt? Oder C. Wird der Startschuss zur Tour de France gegeben? Kannst du Französisch? Nein. Gut. Dann brauchen wir uns gar nicht erst mit der Frage zu befassen. Wir brauchen uns gar nicht. Laren le veux. Also ich würde sagen C einfach, aber... Ich habe mal Skat gespielt und aber extra Punkte. Ich habe sozusagen nicht die Extended Version davon wahrscheinlich gespielt. Ich überlege gerade, wie man da extra Punkte bekommen kann. Nee, ne? Und im britischen warum? Darf ich mal kurz einen Grund geben, warum ich A vielleicht nehmen würde? Vielleicht ist es wirklich eine, es geht ja um das Oberhaus. Ja. Und das Oberhaus will sich vielleicht absetzen vom Unterhaus, weil sie einfach viel die cooleren Säue sind. Und dass die deswegen sagen, wir parlieren auf Französisch. Aber warum mit bestimmten Dingen? Briten, warum? Weil sie sagen, weil es eine enge Verbindung, also du meinst, es gibt eine ganz enge Verbindung zwischen dem Englischen, damals zwischen dem Englischen und dem französischen Adel. Und Französisch war Hofsprache. Und Französisch war Hofsprache. Und vielleicht ist das im Oberhaus geblieben. Also da könnte ich es mir noch erklären. Weil, also kann auch sein, dass B und C, aber das ist so... C ist einfach zu easy. Okay, dann? Ja? A. 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 Ja, versuchen wir es mit A. A. Aber ich habe... Die Phrase La Reine le veut oder Le Roi le veut stammt aus dem normannischen Französisch und bedeutet die Königin oder der König will es. Wird im Vereinigten Königreich eine parlamentarische Sitzungsperiode beendet, werden die Titel öffentlicher Gesetzentwürfe, die beide Kammern durchlaufen haben, von einem Kronbeamten laut vorgelesen. Der Sekretär des Parlaments erteilt daraufhin mit dem Satz die Zustimmung der Monarchin oder des Monarchen und der Entwurf erlangt Gesetzkraft. Die französische Sprache geht auf die Zeit vor 1488 zurück, als parlamentarische und gerichtliche Geschäfte auf Französisch geführt wurden. Sehr gut. Sehr gut. 1500 Euro. Aber du sogar, oder? Meine Fresse. Gibt's so Sachen, die man nicht mehr vergisst? Ja, wir nehmen Sport. Der Duck Dive wird angewendet, wenn A. Taucher sich rückwärts ins Wasser fallen lassen. B. Klippenspringer sich vor einem Bauchklatscher schützen oder C. Surfer unter brechenden Wellen durchtauchen. Weißt du auch? Du kannst drauf zeigen. Okay. Ihr habt ja noch euer Publikumsjoker. Ja, Publikumsjoker. Ne? Das ist schon mal, ganz gut. Ja. Duck Dive, nicht Duck Face, Biene. Ich bin weit davon entfernt. Duck heißt ja nicht nur Ente, sondern auch ducken auf Englisch, ne? Und sich so ducken, da wäre mein erster Impuls mit diesen Surfer unterbrechenden Wellen durchtauchen. Sich im letzten Moment auch so abducken. Ja. Rückwärts? Ja. Ich meine, Enten springen doch nicht rückwärts ins Wasser, oder? Habe ich was verpasst? Macht die das manchmal? Dass die so mit dem Po zuerst ins Wasser hüpfen? Habe ich noch nie beobachtet. Sich Klippenspringer sich vor einem Bauchklatscher schützen. Das heißt, die merken kurz, bevor sie aufkommen, ei, das geht in die Hose. Und dann machen sie irgendwie schnell. Und dann machen sie was anderes. Männchen. Das kann natürlich sein, wenn sie auf Duck Dive eintauchen, weil es gibt ja diese Enten, die auch tauchen können. Du hast gut. So recht. B oder C? Ja. Ich finde, also als so vom Bauchgefühl bin ich bei auch eher bei deinem C. Die ducken sich, um sich auch davor vor Wellen ein bisschen mehr zu schützen. Aber wir müssen das ja gar nicht entscheiden. Genau. Das macht unser hervorragendes Publikum. Ja, wir sind so viele heute. Die wissen das bestimmt. Oh, zwei gleich. Wollte sagen.
Ganz kurz, genau. Zwei reichen ja. Du müsst ja nur einen davon auswählen. Wen wollen wir nehmen? Ne? Also da oben den. Mach du das. Mit das? Mach du das mal. Ach, ich soll das machen? Oh, Scheiße. Also deinen Herrn in schwarzen Pullover oder hier vorne? Ich nehm den Herrn da oben. Im schwarzen Pullover? Er war ja. Ein Tick schneller mit dem Arm oben, genau. Er nickt auch sehr zuversichtlich. Ja. Ne? Hallo. Hallo. Ja. Mein Name ist Gregor. Hallo Gregor, woher kommst du? Ich komme aus Langen bei Hessen. Ja. Und ich. Langenmürfelden ist Langenmürfelden? Richtig, richtig. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Und ich bin stark bei B, weil ich mir denke, also dass der Klippenspringer kurz vorm Eintauchen diese Bewegung macht wie eine Ente. Und ja. Alles klar. Sich dann schützt. Sehr gut. Ja. Er hat tief geseufzt eben hier. Ne? Also, ja, aber vielleicht war auch nur ein Neustart. Der Duck Dive ist eine wichtige Technik beim Wellenreiten. Er hilft Surfern, energiesparend durch die Brandung zu kommen und dort, wo die Wellen nicht mehr brechen, auf die passende Welle zu warten. Beim Duck Dive taucht der Surfer mit seinem Brett unter der Welle durch, indem er das Board mit Händen und Knien unter die Wasseroberfläche drückt und schwungvoll abtaucht. Um aufzutauchen, wird die Spitze des Boards nach oben gezogen und danach normal weitergepaddelt. Ja. Das ist ärgerlich. Und Pina, du warst wieder mal mit dem ersten Impuls bei der richtigen Antwort. Wieder mal? Ja, und hast dich wieder nicht durchgesetzt. Es bleibt bei 1000 Euro. Ihr habt noch eine Frage offen aus der Kategorie Zahlen, bitte. Ja, weil Fifth war... Rund 43 Trillionen. Das meine ich. A. Bakterien leben in unserem Körper. B. Galaxien vermutet die NASA im Universum. Oder C. Verschiedene Kombinationen gibt es bei einem regulären Zauberwürfel. Also C ist ja leicht auszurechnen. Bei B und A würde es mir schwer fallen. C würde nur sehr, sehr lange dauern. Ich glaube, in der Zwischenzeit gibt es gar nicht mehr so viele Galaxien, bis ich damit fertig wäre. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Ja, ich habe auch fast. Aber null. Also man sagt ja, es gibt so viele... Ah, wir reden von Galaxien und nicht von Sternen. Ne? Man sagt ja, es gibt mehr Sterne im Universum als, 43 als Trillionen Sandkörner Galaxien. Am Strand. Zu viel. Naja, ich glaube, da gibt es sogar mehr. Aber die man kennt und dann gibt es irgendjemand, ja, der vermutet. Drei und vermutet. Wie werden hochgerechnet, wenn man so Massen und wenn man alles. Das rechnet, ja. Hm. Ich würde es, von mir aus können wir es schnell machen, einfach C raten. Außer du würdest was anderes raten. Ich würde A raten, aber... Naja, ich meine, man kann natürlich ausrechnen, wie also viel... Also wenn man weiß, allein an der Hand sind... Sechs Seiten, sechs mal sechs, sechs Seiten, sechs Farben. Auf jeder Seite sind neun. Dann haben wir schon mal die Anzahl. Und die müsste man jetzt, das kann schon sehr schnell sehr viel werden, weil du hast dann... Dann nehmen wir jetzt sie. Wir jeder sie. Platz, ich weiß es, ist es einfach sie. Nur... Na, warte. ich weiß nicht, ob ich dir traue. Stimmt, stimmt. Oh, eben. Du hast mir kommt hier schon wieder so eine wahnsinnige... Ja, du hast mir fälschlich vertraut. Ich sag nur Käsescheibe. Es wird ja... Möchtest das Vertrauen du dann, ist soll ich dann hier mit den Bakterien trauen? Komm, wir nehmen das mit dem Würfel, oder? Letzte Frage. Vorm Finale. C. Ach Gott. 1980 kam der bunte Zauberwürfel, der von dem ungarischen Architekten Erno Rubik erfunden wurde, in den Handel. Weltweit hat er sich seitdem über 150 Millionen Mal verkauft. Und nicht wenige sind an dem Drehpuzzle verzweifelt. Eine Ursache dafür könnten die rund 43 Trillionen verschiedenen Kombinationen sein, die mit dem Würfel gebildet werden können. Genauer gesagt sind es 43 Trillionen 252 Billiarden 3 Billionen 274 Milliarden 489 Millionen 856.000. Ja, schön, ja, schön. Richtige Antwort. Viele Grüße an unseren lieben Freund Jan-Philipp Lemke. Ja. Der aus Zauberwürfeln ja Porträts von mehr oder weniger bekannten Menschen erstellt. Und wir beide hatten schon das Glück. Ich habe mich schon gesehen als Zauberwürfel. Ja, und wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Pina Kür und Elton haben 1000 Euro auf dem Konto.
Mavi Hörbiger und Bernhard haben 2.000 Euro erspielt. Und so geht's jetzt ins Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist griechische Sagen. Ich dachte griechisches Essen, das wäre ein bisschen... Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welcher Held befreite den an einen Felsen geketteten Prometheus von den Qualen durch einen hungrigen Adler? A. Odysseus, B. Achilles oder C. Herakles? Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! Beide Teams haben ihr Geld gesetzt, haben eine Antwort eingeloggt. Wir sind gleich zurück und dann gibt es die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Tina Kür ist bei uns zu Gast. Spielt im Team mit der Elf. Die beiden haben 1.000 Euro auf dem Konto. Und ihnen gegenüber Schauspielkollegin Mavi Hörbiger. Mit Bernhard 2.000 Euro erspielt. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt aus der Kategorie griechische Sagen. Welcher Held befreite den an einen Felsen geketteten Prometheus von den Qualen durch einen hungrigen Adler? War das Odysseus, war das Achilles oder war es Herakles? Herakles. Bin gespannt, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Mit euch geht's los, ihr habt ja mehr Zuschauer hinter euch. Tina und Elton haben gesetzt. 500 Euro. Ja. Mavi und Bernhard haben gesetzt. 900 Euro. Ja. Und auf welche Antworten habt ihr getippt? Team Elton tippt auf Antwort C. Team Bernhard. Antwort C. Ja, war schön heute. Achilles, Krieger im Trojanischen Krieg, an der Ferse verwundbar. Na, wir kennen sie alle, die berühmte Achilles-Szene. Odysseus war der Held im Trojanischen Krieg und er hatte auch die Idee mit dem trojanischen Pferd. Und Herakles, der lateinische Name Herkules, Sohn des Zeus, der griechische Held, erlöste Prometheus vom Adler, indem er den Vogel mit einem Pfeil erlegte. Antwort C ist richtig. Und damit gewinnen Mavi Hörbiger und Bernhard mit 2.900 Euro. Herzlichen Glückwunsch. So ist das. Manchmal fängt es ein bisschen holprig an, aber dann... Ja? Hat sich ja alles auch wohlgefallen aufgelegt. 2.900 Euro heißt für jeden von euch 65,91 €. Immerhin. Viel Spaß mit dem Geld. 65,91 € auch für unsere drei App-Mitspieler, die heute gewonnen haben. Auch euch herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank an unsere beiden Gäste. Herzlichen Dank, Tina Kür. Danke, Mavi Hörbiger. Bernhard Melken, vielen Dank. Morgen sehen wir uns wieder dann mit Thorsten Schorn und Konstantin Zöller.